Hallo Leute, es geht wieder los. Vlog Nummer 4 ist on. Letzte Woche waren wir ja unterwegs und ich wollte euch da ja noch mitnehmen in den Jumeirah Village Circle. Es ist sich leider nicht ausgegangen, aber heute geht es sich auf jeden Fall aus, weil nach diesem Intro hier in meiner Wohnung in der Dubai Marina geht's Volley in den Jumeirah Village Circle. Ich zeige euch heute einige Projekte. Ich zeige euch ein bereits fertiggestelltes Projekt. Ich zeige euch ein Projekt, was demnächst fertiggestellt wird, was sich jetzt in der sogenannten Snagging-Phase befindet. Und ich zeige euch auch ein Projekt, was sich im Bau, was sich gerade im Bau befindet. Also sprich, wir werden die Baustelle von außen besichtigen. Und dass ihr einfach so ein bisschen einen Einblick bekommt in den Jumeirah Village Circle. Vielleicht schaffen wir es dann noch in die Mall, auf dem Café. Also stay tuned, bleibt dabei und bis gleich. So Leute, also wir sind jetzt am Weg. Es ist heute wieder mal ein wunderschöner Tag. 28 Grad und das 3 Tage vor Weihnachten. Es fühlt sich irgendwie komisch an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war nur einmal zu Weihnachten nicht in Österreich. Damals beim Auslandseinsatz, beim UNO-Einsatz in Syrien. Da hat es, glaube ich, auch so um die 20 Grad, 25 Grad. Das war das einzige Weihnachten, an dem ich nicht in Österreich war und mit meiner Omi gefeiert habe. Also es fühlt sich komisch an, knapp 30 Grad zu Weihnachten. Ja, Weihnachtsstimmung ist weit weg. Das schmerzt ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir sind ja hier, um was zu erreichen. Wir arbeiten hart an unseren Zielen, jeden Tag. Wir probieren jeden Tag unser Bestes, um unsere Kunden glücklich zu machen, um ein Imperium aufzubauen. Also dementsprechend können wir auch mal ein warmes, schwitziges Weihnachten verschmerzen. Ja, wirklich schwitziges. Ich habe gestern so geschwitzt, wo wir dort waren beim Projekt in JVC. Heute wahrscheinlich wieder, also ihr werdet es nachher sehen. Strahlender Sonnenschein, strahlenblauer Himmel, wirklich toll. Aber wie gesagt, von Weihnachtsfeeling sind wir hier ganz weit weg. Also, ja Leute, wir sind jetzt gerade angekommen hier beim Projekt Oxford Boulevard. Zu meiner Rechten eben haben wir das Projekt Oxford Boulevard, was wir jetzt gerade besichtigen dann gleich. Und zu meiner Linken haben wir das Projekt Belgravia 3 vom Bauträger Ellington. Auch hier haben wir verkauft. Also ihr seht, wir sind in ganz Dubai gut vertreten. Und was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Irgendwas habe ich gerade dem Joe gesagt. Ja, Leute, heute geht es um alles. Heute geht es darum, winning or losing, living or dying. So, let's get it rolling. So Leute, wir stehen jetzt vor dem Projekt Oxford Boulevard. Jetzt gehen wir rein. Das ist das Projekt, was sich jetzt in der Fertigstellungsphase befindet. Sprich, in den nächsten 3, 4, 5 Wochen werden die Units in diesem Projekt übergeben. Aktuell haben wir noch 3 Units frei, also ein One-Bedroom-Apartment und 2 Studio-Apartments. Die Studios starten bei 109.000 Euro. Und ich zeige euch jetzt einmal, wie so ein Projekt in der Fertigstellungsphase aussieht, was da so abgeht auf der Baustelle. Also, kommt mit! Okay, schauen wir mal spontan da rein. Ja. Also, wie man sieht, das Apartment ist beinahe fertiggestellt. Was jetzt noch fehlt, ist der letzte Anstrich und natürlich die Grundreinigung. Oben zeige ich euch dann aber das ein oder andere bereits fix fertiggestellte endgereinigte Apartments. Aber ja, das ist jetzt so ein kompaktes Studio mit ca. 32 Quadratmeter Wohnfläche, 8 Quadratmeter Balkon. Sehr, sehr nice. Here he is. Here he is. Good afternoon. So Leute, jetzt geht's raus zu den Amenities, zu dem Poolbereich. Die Palmen sind schon verlegt, was ich gesehen habe gestern. Ja, schaut euch das mal an. Man hat hier Ganztagssonne. Ja, das ist jetzt so der Amenity-Bereich mit Poollandschaft, mit Chill-Out-Area.
Hier kommen überall Pflanzen hin. Es wird hier sehr grün, sehr freundlich, einfach eine sehr sympathische, dennoch moderne, elegante Wohnanlage, wie man sieht. Also so dasselbe Projekt könnte durchaus, abgesehen vom Pool, auch irgendwo in Österreich oder Deutschland stehen. Ja. Oxford Boulevard. Traumhaftes Projekt. Traumhaft. Also Leute, das ist der Unterschied zwischen Österreich, Deutschland, Schweiz und Dubai. Hier bekommt man um plus minus 100.000 Euro, 100.000, 110.000 Euro ein schickes Studio-Apartment mit Balkon, mit Pool-Area, mit Fitnesscenter. Wir haben hier so einen breiteren Jacuzzi am Dach mit JLT-Blick, also mit Blick auf die Skyline. Und die Wohnungen hier werden vermietet so zwischen 1.500 Euro und 2.000 Euro im Monat. Als Österreicher ist das Ganze steuerfrei. Man bekommt hier was um sein Geld. Das ist der Riesenunterschied. 110.000 Euro investiert in Wien, da bekommt man vielleicht irgendwo am Stadtrand im Bezirk Simmering eine abgefuckte Garçonnière, die man dann um 300-400 Euro vermietet. Da geht noch die Steuer weg, das heißt, es bleibt in Wahrheit ja, ein sehr kleines, nicht üppiges Taschengeld über. Hier bleibt mit 110.000 Euro Investment echt ordentlich was hängen. Also kommt nach Dubai, investiert hier. Also wie gerade erwähnt, haben wir hier noch zwei Studio-Apartments, ein One-Bedroom-Apartment zur Verfügung, also im Angebot. Das wäre jetzt sozusagen das Studio-Apartment mit Blick auf den Swimmingpool, lichtdurchflutet. Einbauschränke kommen in Dubai, also sind in Dubai traditionell im Angebot mit dabei. Auch die Küchen und die Bäder sind bereits fix möbliert. Und was ebenfalls dabei ist, ist zumindest einmal ein Garagenplatz. Also angekommen hier im vierten Obergeschoss genießt man einen wirklich tollen Ausblick auf JLT, Jumeirah Lake Towers, auf den Amenity-Pool-Bereich im ersten Geschoss und hat hier natürlich den Vorzug eines, ich würde es einmal nennen, etwas größeren Jacuzzis und einen Chill-Out-Bereich hier. Ja, wirklich traumhaft. Auf der anderen Seite hat man noch so einen Yoga-Garten. Also wirklich, das Projekt bietet alles, was das Herz begehrt. So Leute, das war's jetzt von Oxford Boulevard. Jetzt fahren wir rüber zu Oxford 2, also das Projekt vom selben Bauträger. Das ist bereits fix fertiggestellt, wird auch schon bewohnt, dass ihr so ein Gefühl bekommt, wie die Projekte vom selben Bauträger final dann aussehen. Also, let's go! Leute, kaum zu glauben, in drei Tagen ist es, nein, vier Tagen ist bereits Weihnachten und ich schwitze Wahnsinn, hey. Es hat 30 Grad. So, jetzt sind wir gerade angekommen hier bei Oxford 2. Das ist das bereits, also das ist das Projekt, was bereits letztes Jahr fertiggestellt und übergeben wurde. Komplett ausverkauft, komplett vermietet, also da ist keine Unit frei und das heißt was, weil Leute sagen immer, in Dubai wird so viel gebaut, in Dubai steht so viel leer. Nee, genau Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Speziell in diesem Projekt hier ist nichts mehr frei und ich zeige euch das jetzt gleich. Also Oxford 2 und hier sind wir bei Oxford 212. Das ist diese Baustelle zu meiner Linken. Dieses Projekt wird im Jänner, also sprich in zwei, drei Wochen gelauncht und die Preise werden ziemlich ähnlich werden wie bei Oxford Boulevard, das heißt wahrscheinlich so gegen, also Studio Apartment wird es dann wahrscheinlich so ab 100.000 Euro geben. Preise sind noch nicht gelauncht, die Projekte sind noch nicht gelauncht, aber ich würde mal sagen, in diesem Dreh werden wir uns dann einpendeln. Der Bauträger hat sich hier wirklich einiges einfallen lassen.
Es wirkt schon sehr exklusiv und das zu einem wirklich damals noch leistbaren Preis. Hi guys. Alright, let's get to the pool. Swimming pool, access card and the entry. Ah, was ich meinte, also überall sehr moderne, hochwertige Fliesen. Ja, das sind die Amenities. Chill-out Area, auch wieder mit einem coolen Ausblick mit Marina View. Alles schön bepflanzt, also wirklich auch sehr grün, sehr familienfreundlich. Pool Area mit Palmen bestückt, traumhaft. Also ich könnte hier sofort wohnen, ich könnte hier sofort einziehen. Wie gesagt, sehr familienfreundlich, sehr ruhig, einfach toll hier zu leben. Das ist eben das bereits fertiggestellte, letztes Jahr übergebene Projekt Oxford 2 vom selben Developer, der jetzt Oxford 212 da drüben errichtet. Christmas tree is beautiful. Was it your idea? Okay, so thank you very much. Have a good week. See you soon. Thank you, sir. Bye, bye. Also, zu guter Letzt sind wir jetzt hier vor der Baustelle Oxford 212, offizieller Launch, jetzt im Jänner. Preise sind noch nicht offiziell gelauncht, aber die Preise werden hier sehr ähnlich werden wie bei den anderen Oxford-Projekten. Ja, was haben wir hier alles? Wir haben hier Swimmingpool, wir haben hier Kids Playing Area, Outdoor Cinema. Überlegt euch mal, ihr chillt im Außenbereich hier in Dubai und schaut euch einen coolen Film an. Vielleicht jetzt gerade Kevin allein in New York, whatever. Was haben wir noch? Wir haben noch einen eigenen Pool am Dach. Also es wird hier sehr exklusiv, dennoch leistbar. Fertigstellung voraussichtlich erstes Quartal 2023. Leute, meldet euch bei uns. Meldet euch an für ein kostenloses Beratungsgespräch und schaut, dass ihr die ein oder andere Unit, das ein oder andere Apartment hier ergattert. Es lohnt sich. Wir befinden uns jetzt hier in der Jumeirah Circle Mall. Das ist das Einkaufszentrum im Jumeirah Village Circle in unmittelbarer Umgebung unserer Projekte. Das heißt, man hat hier ein Einkaufszentrum mit über 200 Shops, mit Kino, mit Restaurants etc. Man braucht hier nicht die Dubai Marina, Downtown oder whatever was. Man hat hier alles. Einkaufszentren, Schulen, Krankenhäuser etc. Also, Jumeirah Village Circle bietet einfach das perfekte Gesamtpaket zu einem wirklich sehr leistbaren Preis. Dementsprechend jetzt an euch, meldet euch, wenn ihr sagt, ihr möchtet eine Immobilie kaufen in Dubai mit 8-12% Rendite, meldet euch zu einem kostenlosen Beratungsgespräch und vielleicht sehen wir uns schon bald hier in der Jumeirah Circle Mall, in der Circle Mall auf ein gutes Glas Wasser oder auf einen guten Himbeersmoothie. Bis dann, danke fürs Zusehen, abonniert diesen Kanal und bis zum nächsten Mal. Cheers!